Willkommen zurück zu den SBR 2 Matches. Heute mit Lichts Mario gegen Faith's Sheik. Endlich mal ein Video von Faith's Sheik, weil ich feiere seinen Sheik echt ab. Ich habe ihn als Mini-Light bezeichnet, weil er echt teilweise mega krasse Kombos gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es in diesem Video war, aber ich habe es ja live gesehen. Kann es euch echt versichern, dass er echt einen guten Sheik hat. Aber Lichts Mario ist auch nicht ohne. Er geht einen echt auf den Sack mit den Feuerbällen. Ich hasse dein Mario-Licht. Wenn du was ja, dir antust, dieses Video. Ich hasse dein Mario. Beim zweiten Tag bin ich ganz gut mit seinem Mario klarkommen, aber sonst ist es eigentlich sehr, 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 sehr even. Und das bei meinen Didi, das heißt schon was. Oh, schöne, schöne Kombos. Er macht sehr viel mit Backair. Hat mir selbst gesagt, weil er so schnell ist, kein Lag hat. Ist auch wahr. Ist wirklich gut. Oh, Up-Tilt into Up-Smash. Super geil gemacht. Guck mal, was da reinholen kann der gute Faith. Den typischen Sheik Fairs. Faith benutzt eigentlich die Side B, die Granate. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist an sich nicht schlecht. Also ich fand's ganz nice. Mal was anderes. Mal eine andere Sheik. Nicht nur ein Standardzeug. Mein Sheik ist ja zum Beispiel sehr, sehr Standard. Fast voll fair hat nicht geklappt. Licht super schnell reagiert. Irgendwie war im Moment zu der Zeit, wo diese Videos gespeichert wurden, immer hier Schulk-Hype. Dann immer die Gauer-Ebene gespielt. Naja, was soll's. Ist ja auch an sich eine schöne Stage. Erwartet er, ja, wollte, glaube ich, den Bouncy Fish richtig abwarten, aber hat er doch nicht gemacht. Hat auch nicht funktioniert, glaube ich. Das hätte nicht connected. Ah, nice Shielding von Licht. Der erste Mal gut abfängt. Da, der Bouncy Fish, aber. Nee, nee. Mario schon wieder auf der Stage. Geht dafür den Sweet Spot des Up-Smashes. Nicht Space wieder mit seiner Back Air. Feuerball, Feuerball into Up-Tilt. Oh, vielleicht hätte er sogar Up-Smash machen können, ich weiß nicht. Oh, Down Air von Sheik ist immer sehr risky. Fair. Chart schon ein bisschen wieder die Needles. Wäre ich ein bisschen weiter nach vorne gelandet. Fast beide tot. Eieiei. Sheik, Sheik, Sheik und Applaus schon zu Ende. Oh, weil Mario dann den Kill gelandet hat und Sheik nicht. Ah, die Mario Kombos. Na, nicht ganz, nicht ganz. Sheik ist auch sehr leicht, kann sich da nicht so schnell kombonen. Und gut ist die Ei natürlich von Faith, denke ich mal. Eieiei. Ist auf jeden Fall noch even. Kann man nicht sagen. Au, gut gemachter Bouncing Fish, aber nicht ganz gereicht. Da wieder die Side B. Er macht's echt oft. Soll nicht schlecht sein. Ich fand's ganz nice. Back Air. Killt nicht. Oh, wow. Lichts hättest du den Feuerball nicht gemacht. Er hätte dich gekriegt mit dem Bouncing Fish. Er hätte dich gekriegt. Nice gemacht von Licht, dass er damit rechnet. Wow. Echt super. Einmal diese Up-Tilts, ne, von Mario. Eieiei. Ah, Down Air, sehr gut. Auch ein kleiner Combo-Breaker. Mario hat zu viele Combo-Breaker. Die Neutral Air. Natürlich auch. Oh, der Forward-Smash. Kommt die Fest into Bouncy Fish. Super gemacht. Und der Ausgleich ist schon da. Sheik ist halt ein starker Charakter. Wobei Mario natürlich auch super gut ist. Weil es Top-Tier-Charakter. Ah, lädt er die Needles auf. Nutzt die Gelegenheit. Die Back-Air wieder mal. Fireball, Fireball. Oh, fair. Oh, wäre ein bisschen schnell gefallen, wäre ein Sweet Spot des Up-Smashes gelandet. Das wäre es dann gewesen, weil der Sweet Spot von Sheik's Up-Smash ist wahnsinnig stark. Richtig krank ist der. Wow! Die Ramin-Kombo! In Luft die Needles und dann Bouncing Fish. Das ist so schwer zu landen. Ich spiele auch Sheik. Ich weiß, wie schwer das ist. Heilige Scheiße. Nice gemacht, Faith. Wow, 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 wow. Echt gut. Das war echt hyped. Wie beim letzten SBR mit meinem Didi. Peanut into Down Air. Das war auch cool. Wow. Echt. Also mein Mindset wäre jetzt total im Arsch. Aber Licht bleibt immer ganz cool. Muss man ihn lassen. Ah, die Fast for Fairs. So gut. Das ist schon Sheik. Oh, da hat er ihn jetzt ein bisschen falsch gesetzt. Oh mein Gott. Oh, er hat eine Rolle predicted. Das weiß ich nicht. Glaube aber nicht. War ein Fehler von Faith.
Macht ja nix. Kann auch mal Fehler machen. Wow. Feuerbälle. Aber Sheik's Recovery ist einfach godlike. Wow, der Upsmash. So strong. Ich hasse den Upsmash. Mich leid immer mitgekriegt. Das spielt auch ein Mario. Verdammt gut, Mario sogar. Bisschen seltsam, aber super stark. Spielt irgendwie anders als andere Marios. Das mache ich mit seltsam. Ab er. Oh, wieder der Bouncing Fish. Und jetzt die Grenade. Das macht er oft. Das war sehr gut gesetzt, wie ich finde. Direkt wieder Pressure aufbauen und dann die Gelegenheit schaffen, die Minions aufzuladen und dann wieder weiter zu follow-upen oder zu approachen. Sehr gut gemacht. Also ich finde das echt gut. Also wie er die Side B benutzt. Hammer. Sehr gut, Sheik auf jeden Fall. Auch einmal geschafft, mein Didi zu bashen mit seiner Sheik, muss ich ehrlich sagen. War auch eine Last-Hit-Situation. Aber war schon echt gut. Oh, Upsmash. Hätte es getroffen, das ist wahrscheinlich gewesen für Faith. Aber der Upsmash mit dem Sweet Spot. Oh mein Gott. Da geht das Game an Faith. Hat mit seiner Sheik gegen nichts Mario gewonnen. Sehr gut, Sheik, wie gesagt, sehr gutes Match. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, können wir uns wiedersehen bei einem anderen SBR-Match. Und ja.